Yo Leute, was geht? Cyber am Start und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft. Ja, da hat's kurz gelaggt. Und jetzt nochmal. Und jetzt nochmal. Gute Frage, warum? Gerade lief noch alles super. Naja, jetzt sind wir hier wieder im Spiel und... Okay, alles super eingestellt. Ich muss mal kurz... Ja, die Musik vielleicht minimal leiser machen. So ist das super. Und jetzt gucken wir mal, was hier unten die Monster machen. Aber vorher müssen wir... das hier runterdrehen. Super. Ach ja, ich habe vergessen, den Timer zu stellen. Das muss natürlich auch noch sein. Auf 10 schöne Minuten. So, und los geht's. Da unten ist natürlich schon eine Spinne. Ja. Ich hatte vor, diese Runde hier ein bisschen am Häusle zu bauen. Das heißt, hier halt ein bisschen zu trennen. Ich denke, ich mache hier so eine Eckmauer übers Eck halt und hier eben so eine Eingangshalle. Hier könnten wir vielleicht sowas Chilliges machen, keine Ahnung. So eine Sitzecke oder irgendwie sowas. Und man hört schon, ich habe neue Musik drin. Ich habe die letzten Tage auch nicht so viel aufgenommen. Das lag daran, also nicht daran, dass ich nicht wollte, sondern eher, dass mein PC nicht wollte. Und es ist ein bisschen dunkel hier drin, das gefällt mir nicht so. Machen wir das mal alles schön hell. So ist das gut. Dann kommt hier noch so eine Mauer hin, aber wir haben halt nicht genügend von unserem Stein und so weiter. Ich muss mal gucken, was ist denn hier eigentlich drüber? Das können wir einfach abbauen. Alles klar, das machen wir das dann. Das machen wir dann mal so rum. So rum, sage ich echt jedes Mal, wenn ich mich verspreche. Aber so ist das gut. Und jetzt gehen wir mal nach oben und gucken mal, ob wir nicht irgendwo einen Ofen haben und dieses Miststück hier unten. Das geht mir auf den Sack, Alter. Komm her, du kleiner, du haariger, beiniger Typ. So, das müssen wir auch mal hier ändern. So auf so Drecks... Haufen hier die Treppe hochspringen. Wir müssen jetzt erstmal hier nachschauen. Haben wir hier eigentlich was drin? Lava war hier drin. Ich hatte eigentlich vor, das Texture Pack hier rauszumachen. Aber... ich habe es gemacht, aber dann habe ich gerade wieder mal die .Minecraft, den .Minecraft-Ordner geleert, weil da so viel Müll drin war, das sich halt über die ganzen Jahre angesammelt hat. Und ja. Weil mein Launcher ist irgendwie nicht gestartet, komischerweise. Pipi, pups, nix dabei für uns. So, da hinten haben wir wieder Zuckerrohr. Wir müssen ja noch die Farm bauen, das fällt mir auch gerade ein. Aber erstmal essen wir ein Brot. Da ist immer noch eine Spinne. Ich hatte hier doch vor kurzem erst eine getötet. Also jetzt gerade. Wir brauchen noch ein bisschen Holz für die Wände hier. Noch einer hin. Da kommt ein Pfeiler hin. Und dann würde ich sagen, machen wir hier so einen Eingang. Vielleicht so einen größeren. Und ja, halt von dieser Eingangshalle dann rüber zu unserem großen Eingangsraum. Und für die Eingangshalle würde ich schon gerne so ein offenes Dingens hier machen. So einmal so. Dann hat man hier oben halt so einen Steg, so eine weitere Etage, aber halt so offen nach unten, damit man schön nach unten schauen kann. Könnte ein bisschen eng werden. Vielleicht machen wir das doch nur über zwei.
Aber 3 ist halt besser, weil das so viel offener wirkt. Kann doch nicht sein, ey. Und da kommt auch ein Zombie um die Ecke. Also wir sollten hier mal die Fenster auch schließen. Aber ich denke, wir haben dafür kein Glas. Schauen wir hier unten mal, was wir so in den Kisten rumliegen haben. Und eine weitere Frage ist, welche Pfeile haben wir hier benutzt? Sieht sehr stark nach Dark Oakwood aus. Finde ich gut. Davon haben wir auf jeden Fall genug hier rumliegen. Oder rumstehen, wie man es will. Super. Ja, und bald ist es soweit. Dann habe ich auch mal wieder mal Geburtstag. Schon das zweite Mal im Jahr. Man glaubt es kaum, ich werde schon 18. Ja. So, gucken wir hier mal nach, wie das eigentlich mit unserer Farm aussieht. Die haben wir soweit. Ja, soweit so gut. Ja, soweit so gut. Soweit sieht die ganz okay aus. Wir haben jetzt 13 Stück. Komm, nehmen wir noch ein bisschen mit. Wer weiß, wo wir noch Mauern reinsetzen und so weiter. Vielleicht machen wir sogar noch die Umrandung von den von der Etage aus Holz. Das werden wir mal sehen. So. Dann gucken wir sofort mal, ob wir hier nicht irgendwo Sand haben. Eine Wüste wäre nicht schlecht. Eine Wüste war in diese Richtung, weil hier gab es so ein kleines Problem, und zwar habe ich anscheinend aus Versehen die Version vertauscht und dann hat die Welt einfach weiter generiert. Und in diese Richtung war eine große Wüste. Denn ich hatte halt dieses Winterzeug vorbereitet, pipapo. Und dann bin ich halt ein bisschen hier erkunden gegangen, ob ich nicht irgendwo ein Winterbiom finde. Stattdessen habe ich eben ein, Wüstenbiom gefunden. Konnte ja nur mir passieren. Ich suche ein Winterbiom und finde Wüste. So. Ja, da laufen wir jetzt einfach mal hin. Es war ungefähr in diese Richtung. Ich hatte hier irgendwo aus so Spots gesetzt, damit ich das finde. So Lichtspots. Aber ich glaube, ich habe die wieder kaputt gemacht. Ich denke, die fängt... Ja, die fängt da vorne schon an. So. Kurz mal ins Wasser reingedippt. Dann sprinten wir hier mal rüber. Ich weiß nicht, war das jetzt so abgeschnitten oder war das nicht abgeschnitten? Ich glaube, da vorne ist es so abgeschnitten. Da fangen irgendwie so komische Berge an. Also ganz schön skurril. Ja, hier ist dieser Glowstone-Dingens. Zwar ist da oben Schnee, aber das lag daran, weil das, ich denke mal, weil das in diesen Bergen ist. Und in diesem Biom, also das ist so ein Bergbiom, denke ich mal. Sieht jedenfalls danach aus. Und oben an den Spitzen, da hinten sieht man auch so leicht eine Mauer und ein paar Dschungelbäume oder sowas. Dort lag eben Schnee und das halt nicht konstant, sondern mal hier ein bisschen Schnee, mal dort ein bisschen Schnee. Und das fand ich eben nicht so geil. Deswegen habe ich mal einfach mal das Texture Pack und so weiter geändert auf so Weihnachtszeug und lief ja super. Hat auch Spaß gemacht auf jeden Fall. Und bald stelle ich mir eben meinen neuen PC zusammen. Und dann werde ich auf jeden Fall versuchen, viel öfter Livestreams machen oder generell überhaupt mal vernünftig damit anzufangen. Und ja, dann auf jeden Fall Minecraft. Das sollte jedenfalls nicht mehr laggen. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt mache. Ich stehe da jetzt so zwischen zwei Sachen, und zwar als erstes, ob ich mir nicht lieber eine GeForce 970 hole, GTX 970 oder wie auch immer das Gerät da heißt. Ich kenne mich da nicht so was von gut mit den Geräten aus, aber ich glaube, so hieß das Gerät. Ja, das Gerät, warum sage ich nicht einfach Grafikkarte? So ist die Grafikkarte, ich glaube, Nvidia GeForce GTX 970.
kostet so 350 Euro. Und ich warte hier gerade, ob ich nicht irgendwie noch ein paar Zombies oder sowas finde, was ich wegschnetzeln kann, damit ich eben ein bisschen mehr Platz habe, damit ich das Steak da wegfuttern kann. Weil die spawnen hier gerade alle. Oh, das ist ein Spinnenreiter. Und eben zu dieser 350 Euro Grafikkarte mir noch, also die von MSI würde ich mir, glaube ich, holen. Die Version, es gibt ja verschiedene Versionen von so Grafikkarten. Höre ich auch zum ersten Mal. Und dazu wollte ich mir dann eben einen Prozessor holen. Boah, mitten im Kampf findet jetzt noch der scheiß Timer. Halt mal die Schnauze hier. Und dazu eben noch ein Intel i7 Prozessor. Ich glaube 6x 3,3 Gigahertz. Und das sollte auf jeden Fall schon richtig, richtig krass sein. Also ich meine jetzt von den Sachen her, also die Grafikkarte ist auf jeden Fall bombastisch. Und dann dazu noch so, ja, der Prozessor, da kann ich erstmal die nächsten paar Jahre schön sparen. Da brauche ich einfach gar nicht mehr aufzurüsten. Was mir dann aber fehlen würde, vom Budget her, da müsste ich eben noch sparen für ein Mainboard und für Netzteil plus Arbeitsspeicher. Arbeitsspeicher würde ich mir dann als erstes 8 GB RAM holen. Und das müsste auch erstmal so reichen. Da kann man ja natürlich nach und nach was dazu holen. Festplatten und Pipapo habe ich alles am Start. Also ein Tower habe ich hier. Also das Gehäuse, Leute. Und ja, das Gehäuse ist am Start. Ja, da fängt gerade Musik an von Minecraft. Also Gehäuse habe ich. Festplatten habe ich. Brenner habe ich. Einen vernünftigen Kühler habe ich auch. Habe ich was vergessen? Netzteil ist eben für den Arsch. Ist halt nicht was Vernünftiges, glaube ich. Hatte ich auf jeden Fall mal hier und da mal Probleme mit. Und ja, deswegen fehlt mir eben noch Grafikkarte, Arbeitsspeicher, Mainboard und ich glaube, das war's. Ah, Prozessor. Prozessor habe ich vergessen. Also Grafikkarte, Prozessor, Mainboard, RAM. Das ist alles, was ich so brauche. Und deswegen stehe ich halt dazwischen, ob ich jetzt mir das holen soll, die zwei Teile und das, die restlichen Sachen, keine Ahnung, die nächsten paar Wochen irgendwie zusammensparen und gucken, was man so machen kann. Da ist unser Haus. Oder ob ich mir eben was Schlechteres hole, so eine Grafikkarte, keine Ahnung, für 200 Euro oder so, i5 oder sowas, oder was da so zur Auswahl gibt, 8 GB RAM, ein Mainboard und ein Netzteil von Be Quiet für 50 Euro oder wie viel auch immer die Dinger da kosten. Gibt es ja verschiedene Klassen. Bro, Fickschnitzel. Oh Mann. Ey, ich werde hier voll verarscht. Du Hurensohn. Sollen schnell nach oben und pennen gehen. Glücklicherweise haben wir hier auch ein Bett. So, das benutze ich jetzt auch mal. Die letzten Folgen wurde immer wieder gesagt, ey Digga, du hast doch oben, eher gesagt, in der ersten Etage ein Bett. Warum benutze das nicht, du Vollhorst? Ja, das hatte ich total vergessen, dass ich hier noch einen Raum habe. Total vergessen, dass ich hier noch Sachen drin stehen habe. Hätten wir uns hier auch dran bedienen können, aber hier ist, glaube ich, nichts, gar nichts, was wir benutzen könnten. Ja, das war's dann und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns gleich wieder. Haut rein, Leute. Ciao.